Hallo Herr Schmidt, Sie hatten nach meinem Tagesablauf gefragt, deswegen dachte ich mir, ziehe ich einfach mal meine Mutter hinzu. Mein Tag startet meistens so um 5.30 Uhr, 6 Uhr, da schnappe ich mir beide Hunde, gehe ein bisschen laufen, einfach um meine Mama ein bisschen zu... Einfach um meine Mutter ein bisschen zu entlasten. Wenn ich dann mit beiden Hunden draußen war, so 3 Stunden gelaufen bin, dann... Dann gehe ich einkaufen. Mama, das ist für die Schule. Ja. Du willst auch durch eine gute Zukunft, ja, haben, oder? Dann bleib doch mal ernst jetzt. Dann gehe ich einkaufen und... Schatzi. Ja? Du bist nie hässlich. Ich weiß. Tageslicht ist nur nicht deins. Echt jetzt? Nie. Heute verrate ich euch mal was über meine Talente. Ich habe zwar nicht viele Talente, aber die Talente, die ich habe, die sind nutzlos. Leute, ein Tanktipp. 70 Liter für 2,28 Euro sind 159,60 Euro. Die Strafe fürs Tanken ohne zu bezahlen sind 135 Euro. Und die kannst du auch noch in Raten bezahlen. Für mehr Tipps folgt mir. Was ist denn da an den Tankstellen los? Die Preise steigen und steigen und steigen. Das ist ja fast billiger Kokain zu kaufen. Man rennt die Strecke. Tada! Also ich bin bereit. Also ich muss ehrlich sagen, so siehst du echt dicke aus. Ist das? So Stanley, Vibes sagt... Für jedes weitere Fortnite-Video, was du hochlädst, 1 Euro weniger Taschengeld. Ich finde das eine prima Idee. Und du? Bitte nicht ernst. Aber ja, du bist im Minus. Papa. Was ist los, mein Sohn? Ich will mein Taschengeld haben. Ja, stimmt ja. Warte. Hier, dann 20 Euro. Ich will aber eine Taschengelderhöhung haben. Taschengelderhöhung? Na klar. Was willst du denn damit? Hier, da ist es. Das Taschengeld ist schon wesentlich höher. Oh. Ja. Genau. Und da sind eure Tassen. Wie wir gesagt haben, damit machen wir ein Video, wenn die zwei ihre Tassen abholen. Juhu! Versprochen. Versprochen ist versprochen. Ja. Ihr habt ja gewonnen. Genau. Na? Super. Ja. Ja. Janik, wie du siehst, die Tasse ist auch angekommen. Danke, Janik. Luis? Ja, Papa? Guck mal, wir haben einen neuen Fernseher gekauft. Oh, der ist aber leicht. Da sind bestimmt noch keine Filme drauf. Tja, Leute, ich habe mir überlegt, ich mache jetzt Telefondiät. Immer wenn es klingelt, nehme ich ab. Schatz, deine Mutter ruft an. Geh mal schnell ran. Was ist der Unterschied zwischen einem Touristen und einer Frau, die ihren Tag hat? Einen Touristen kann man fahren. Schatz, wir gehen heute an einen Ort, wo es so richtig schön teuer ist. Da können wir auch frühstücken. Ich möchte, dass du dich da richtig schön schick machst. Und Schatz, was sagst du zu unserem schönen, teuren Ausflug? Haha, teuer hast du es gemacht, danke. Gerne, immer wieder.
So Leute, was ist das Teuerste, was ihr für eure Küche gekauft habt und nicht funktioniert? Mein Schatz! Alter, irgendjemand hat uns die Töpfe voll gekotzt. Ich hab gekocht, du herzloses Schwein. Der Einzige, der will? Ja, dann komm nicht. Frag nochmal. Nee, ich hab doch, bin reingegangen, hab gefragt, ob jemand die Schüssel ausschlägen will vom Kuchen. Wollte wohl keiner. Hat dann nochmal gesagt, Schüssel ausschlägen. Die sind beide sitzen geblieben. Na? Bitte. Muss aber auch Zeit kommen. Du musst das Zeug rausholen. Ich weiß. Das geht ja nicht mit dem Zeug. Ich leg das ab. Ja, das. Nimm mal das Zeug hier auch raus. Das brauchst du nicht abschlecken. Hier, Schatz. Kannst du kurz abnehmen? Ja. Das ist voll lecker. Ich geht, ich geht. Ein Schokomännchen! Deswegen kriegen wir ihn auch nicht mehr zum Pranken. Ja. Weil es zu spät. Nee. Das sind nun mal alle von der Perlnetze. Ja! Wir kriegen ihn nicht zum Pranken! Da ist er sauer. Papa, ja? Stimmt es, wenn Tote, also dass Tote zu Staub fallen? Ja, das stimmt. Dann sind unter meinem Bett aber ganz schön viele gestorben. Boah! Trau dich doch zu fragen. Nee. Hast du Angst? Ja. Oh, echt jetzt? Ich hab meinen Lieblingswagen wieder. Oh, Oh, hey, Schatz. Hey. Ich hab uns mal wieder Frauen geholt. Hä? Was soll das? Oh, wie, was soll das? Ja, haben die nicht mehr den fertigen Wein? Oh, Karl! Ich jetzt! Stell dir vor, ich hab Hunger! Mach dich aus dem Weg! Zitter nicht! Ich hab gesagt, stell dir vor! Und man wird ja nicht nur bei Kleidung übers Ohr gehauen, auch bei anderen Produkten. Also, wenn wir schon bei Kindern sind, Windeln. Da kaufst du so ein großes Paket Windeln, steht drauf bis 8 Kilo. Dann laufen sie aus, sind gerade mal 2 Kilo drinne. So. Hey Leute, kennt ihr das? Wenn euer Herd nicht richtig sauber wird, ich kenne da einen ultimativen Tipp, den zeige ich euch jetzt. Kennst du nicht. Passt auf. Schatz. Kennst du nicht. Schatz. Ja. Der Herd ist nicht richtig sauber. Mach's immer sauber, danke. Bist du bescheuert? Kleine Unfrage an Verheiratete. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr haben sie das Sagen in ihrer Ehe? Schatz, darf ich bei der Umfrage mit teilnehmen?